Ein Volltreffer in unserem dollen Dorf der Woche. Nassen Erfurt wird Süßes serviert und hier gibt's noch eine extra Portion Zucker. Das hatte sich ja unsere Reporterin Manon Bär so gewünscht, als sie das Dorf aus der Lostrommel gezogen hat. Ja, und die Fleißigen des Heimatvereins, die haben dann gleich mal alle zum Waffelessen eingeladen. Mittendrin unser Team, ja, und natürlich unsere Reporterin Manon. Die grinst gleich wie ein Honigkuchenpferd. Ein Volltreffer eben, gell Manon? Dass Nassen Erfurt was Besonderes ist, wird schnell klar. Welches Dorf hat schon ein eigenes Schloss? Hier im Zentrum steht das märchenhafte Wasserschloss, vermutlich aus dem 14. Jahrhundert. Nicht ganz so lange lebt Otto Kugler hier. Vor anderthalb Jahren wurden er und seine Lebensgefährtin Bettina Hauenschild zu Schlossherren und Biogärtnern. Wem die Namen übrigens bekannt vorkommen, beide sind Schauspieler, bekannt aus Film, Fernsehen und Theater. Otto hat schon an der Seite von Christoph Waltz gespielt. Doch dann erwachte die Liebe zum Schloss und ein neues Lebensprojekt war geboren. Wir leben in einer kleinen Gemeinschaft, 4 zu 5 Personen, und haben eine biozertifizierte Kräutergärtnerei angelegt. Dann haben wir einen Seminarbetrieb, wo es um die Arbeit mit Heilpflanzen geht. Und dann haben wir noch ein kleines Gästehaus, ein Bed and Breakfast House. Sonntags veranstalten sie ein Hofcafé mit Kuchen und auch Tee aus biologischem Anbau und eigenem Handel. Wo es geht, engagieren sich Otto und seine Mitbewohner. Derzeit fließt ein Teil des Teeverkaufs an die Fridays for Future-Bewegung. Im Einklang mit der Natur ist ihr Antrieb. Mit Antrieb kennt auch er sich aus. Daniel Wolf steht auf Tiger, den Tiger. Bundeswehr-Hubschrauber im Modellformat. In Nassen Erfurt sitzen talentierte Konstrukteure. Gut, nun ist er hauptberuflich auch Motorenentwickler, hat eben mal so den weltweit einzigen Prototypen mit Mastvisier gebaut. Mechanik, Getriebe, Carbonplatten, alles Eigenbau und ein Vater-Sohn-Projekt. Denn Papa war früher Prüfer bei der Bundeswehr, Abteilung Luftfahrzeugtechnik. Sein Dienst endete natürlich vor Pleiten, Pech und Pannen. Hier ist alles wie beim Original, bis auf eins. Ich sag mal, meiner fliegt. Dadurch, dass mein Papa Prüfer war jahrelang, hat er so viele Ideen mit reingebracht. Und man lernt mit der Materie. Sie können wirklich was starten hier in Nassen Erfurt, sind handwerklich begabt. Unter den 600 Einwohnern befindet sich so ziemlich alles aus der Handwerkszunft. Zimmerer, Mechatroniker, Metzger, Landwirt, Werkzeugformbauer, Steinmetz. Das angesehenste Handwerk ist, bei Jung und Alt, das der Waffelbäckerinnen. Jeden ersten und dritten Freitag findet das Dorfcafé statt, gewachsen aus einer alten Tradition. Wir hatten bis 2015 ein Edeka hier in Nassen Erfurt und da machten wir jeden Freitagnachmittag und auch morgen schon einen Waffeltag. Und der wurde sehr gut von den Kunden und von den Einwohnern hier angenommen. Und als der Laden zugemacht hat, da war auch der Waffeltag weg. Denkste, denn seitdem organisiert der Heimatförderverein einen regelmäßigen Treff. Kuchen, Torten, Waffeln gibt's nun gegen eine kleine Spende. Die kommt der Dorfgemeinschaft zugute. Pfiffig, der Heimatförderverein. Gegründet übrigens 2014 zur 975-Jahr-Feier. So lange gibt es Nassen Erfurt schon. Ist auch schön hier am See, im Naturschutzgebiet, wo Gans und Ente sich guten Nacht sagen. Und in der Hauptstraße, die alle 2 Jahre eine andere ist, im Rotationsverfahren. Das ist gelebte Demokratie. Was gäbe es da schon zu mosern? Oh, es gibt kein Bier. Die Kneipe ist dicht, nur 2 Tage die Woche offen. Doch was, wenn enttäuschte Männer zusammenkommen? Da wird nicht viel geschnackt, sondern angepackt. Ein Dartverein gegründet, aus Gründen der fehlenden Geselligkeit. Heute werfen sie im Dorfgemeinschaftshaus um die Wette, haben es aber auch schon in die Regionalliga geschafft. Das zeigt, mit diesem Bierlaunenprojekt haben die Nassen Erfurter voll ins Schwarze getroffen. Oder, Jungs? In der Burgstraße 11 läuft's auch richtig rund. Timo Völker holt die 80er zurück mit der guten alten Kompaktkassette. Wer zu Hause noch ein Einzelstück hat, Timo kopiert es und bewahrt es vor dem Verfall. Kaum zu glauben, das ist längst nicht überholt. Timo! Timo! Hä? Wer ist denn so deine Kundschaft?
Das sind im Hauptsächlichen eigentlich kleinere Bands aus speziell Subkulturen. Also Popmusik oder sowas gar nicht, sondern im Metal-Bereich sind Kassetten sehr beliebt, im Hardcore-Bereich. Auch privat ist Timo am Magnetband hängen geblieben. Die eigene Sammlung begleitet ihn seit Kindheitstagen. An dieser Stelle bat Timo darum zu erwähnen, dass er auch einen seriösen Job hat. Drucke aller Art, Medienbetrieb Völker weiß Rat. Klar, denn jeder hat hier ein Talent. Es ist ein tolles Dorf! Da hat die Manon wirklich ein dolles Dorf gefunden, lässt sich hier auch noch warme Waffeln servieren. Ist unglaublich. Stimmt. Robert, du hast das Schlusswort. Ehrlich? Ja. Ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei der Hessenschau. Besser geht's nicht. Tschüss. Bis dann. Tschüss.